Guten Tag, meine Herren Minister. Herr Paduan, meine Frage an Sie ist sehr kurz. Herr Schäuble hat Deutschland als den Musterknaben der Eurozone hier herausgestellt. Meine Frage an Sie ist, kann und will Italien dem deutschen Vorbild folgen? Herr Schäuble, Sie haben völlig zu Recht hervorgehoben und auch Ihr Kollege Herr Paduan hat es getan, dass die Bilanz der wirtschaftlichen Steuerung sehr ernüchternd ausgefallen ist. Man hat sich an die Regeln nicht gehalten und ich möchte kurz noch mal in Erinnerung rufen, wie eklatant man die Regeln missachtet hat. Das Defizitziel von 3%, die Obergrenze 3%, ist rund 90 Mal in den vergangenen Jahren verletzt worden. Es hat nie Sanktionen dafür gegeben. Stattdessen und angesichts dieses Scheiterns hat man gesagt, wir konzentrieren uns auf die strukturellen Defizite, denn dann haben die Staaten mehr Flexibilität. Aber die Vereinbarungen zur Reduktion der strukturellen Defizite sind in insgesamt 111 Fällen nach meiner Zählung nicht eingehalten worden. Es hat nicht in einem einzigen Fall dafür Sanktionen gegeben. Als Resultat davon ist die Schuldenobergrenze, die wir vereinbart haben, von 60%, inzwischen im Wesentlichen zu einer Schuldenuntergrenze geworden. Fast alle Staaten der Eurozone liegen weit oberhalb von 60%, zum Teil mehr als doppelt so hoch. Trotz weiterer Reformen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes verfehlen Italien und Frankreich ein ums andere Mal die mittelfristigen Budgetziele und dennoch sind auch dort nie Sanktionen verhängt worden. Stattdessen heißt es jetzt, man müsse die Stabilität des Paktes nutzen, um weitere Schulden und weitere Staatsausgaben zu ermöglichen. Meine Frage an Sie, Herr Schäuble, ist jetzt, da Sie Jurist sind und ich Sie nicht weiter mit ökonomischen Fakten behelligen möchte, eine juristische. Ein weiterer Fakt ist, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Maastricht-Urteil festgestellt hat, dass Deutschland einen legitimen Grund hätte, aus dem Euro auszutreten, falls die Währungsunion keine Stabilitätsgemeinschaft ist. Ich bitte Sie, mir ganz klar mit Ja oder Nein zu antworten, auf die einfache Frage, teilen Sie diese Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts? Thanks very much for the question. Should Italy? Ja, vielen Dank für die Frage. Sollte Italien Deutschland folgen? Ja, natürlich. Wenn wir 15 Jahre zurückgehen, mehr oder weniger zum Beginn der Zeit der Eurozone, da hatte Deutschland wettbewerbsmäßig gesehen in einem sehr schlechten Zustand begonnen. Seitdem ist es ja so, dass Deutschland hier einen ganz erheblichen Fortschritt gemacht hat. Und das hat Deutschland es ermöglicht, sowohl bei der Schaffung von Arbeitsplätzen gut voranzukommen, auch schon in einem frühzeitigen Stadium. Also, wenn die Struktur, die Arbeitsmarkteinrichtungen und so weiter gut funktionieren, dann ist man sehr viel besser dazu in der Lage, einen so schweren Schlag mitzutragen, den die Finanzkrise bedeutet. Das würde ich mir natürlich für mein eigenes Land auch wünschen. Aber das sehen wir uns auch an. Ich habe da noch nicht aufgegeben. Vielleicht sehen wir in einigen Jahren hier auch einen Aufwärtstrend in der italienischen Wettbewerbsfähigkeit. Gestatten Sie mir noch einen Punkt anzusprechen. Sie haben über die Verletzung der Regeln hier gesprochen. Es tut mir leid, falls ich jetzt Ihre Bemerkung falsch auslege, aber Italien befasst sich zurzeit mit den Präventivmaßnahmen und nicht so sehr mit den Korrekturmaßnahmen. Sie halten es relativ gut ein. Natürlich ist die Belastung sehr groß und wir sehen uns an, wie wir die Schulden erheblich reduzieren können. Zunächst einmal brauchen wir eine gesunde Haushaltspolitik, dann entsprechende Maßnahmen und natürlich letztendlich die Strukturmaßnahmen, Strukturreform, die die Langfristigkeit sichern. Natürlich kann man der Auffassung sein, dass Italien die Regeln verletzt, aber Sie können sich die Zahlen angucken, dann sieht es ganz anders aus. Das, was mir am meisten fernliegt, ist Deutschland als Musterknabe zu bezeichnen. Und ich finde es nicht in Ordnung,
dass Sie in einer Frage an meinen Kollegen Paduan mir unterstellen, ich hätte etwas gesagt, was ich nicht gesagt habe. Also das ist aber mit mir schlecht zu machen. Meine zweite Bemerkung ist, wie ich Fragen beantworte, wie Sie fragen, ist Ihre Sache, wie ich Fragen beantworte, ist meine Sache. Ob ich eine Frage mit Ja oder Nein beantworte, hängt übrigens auch mit der Frage ab. Es gibt Fragen, die können Sie beim besten Willen nicht mit Ja oder Nein beantworten. Deswegen will ich Ihnen sagen, die Bundesregierung hält sich an die Regeln des europäischen Primärrechts und an die Regeln des deutschen Grundgesetzes sehr genau. Darüber braucht sich niemand eine Sorge zu machen. Wir haben auch in unserer Verfassung, das ist eine Lehre aus den Erfahrungen, aus den tragischen Erfahrungen der deutschen Demokratie in der ersten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts, dass wir eine besonders starke Kontrolle auch von demokratisch legitimierten Mehrheitsentscheidungen unter verfassungsgerichtlichen Aspekten haben. Das ist eine sehr starke deutsche Besonderheit, aber wir haben ja gewisse Besonderheiten in unserer Geschichte. Und meine Generation hat daraus die Lehre gezogen, dass wir diese Besonderheiten der deutschen Geschichte immer als einen Ansporn nehmen, daraus auch für die Zukunft immer die richtigen Lehren zu ziehen und keine falschen. Die zweite Bemerkung ist, Deutschland profitiert wie alle anderen europäischen Länder von der Zugehörigkeit zur europäischen Einigung außerordentlich stark. Das darf man niemals unterschätzen. Die europäische Einigung ist nicht ein Nullsummenspiel. Alle profitieren, manche mal mehr, mal weniger. Deutschland ist im Augenblick in einer relativ glücklichen Lage. Aber wir sind bei weitem nicht in einer Lage, dass wir irgendetwas, einen Grund zur Überheblichkeit hätten. Ich könnte Ihnen, das tue ich nicht, warum soll ich öffentlich über die Schwächen Deutschlands reden, aber ich weiß eine Reihe von Punkten, wo wir von anderen Ländern sehr gut lernen können, vielseitig. Deswegen Europa ist auch immer ein Benchmark-Prozess, wo wir einander. Wir sind beispielsweise in unserem dualen Ausbildungssystem vielleicht besser als manche anderen in Europa. Deswegen schauen viele auf die Erfolge in der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit auf Deutschland. In der Regulierung, in der Langfristigkeit von Planungs- und Genehmigungsverfahren, um moderne Flugplätze zu bauen, können wir sehr viel von anderen lernen, nicht? Um ein Beispiel zu sagen. Also, und in anderen Fragen ist es auch so, deswegen Europa funktioniert besser, wenn wir uns niemals mit Arroganz begegnen, sondern immer in dem Wissen, es ist gemeinsames Interesse und gemeinsame Verantwortung. Aber noch einmal, entscheidend ist für die heutige Generation, meiner Generation sagt man nach, wir seien ein bisschen romantisch aus den Erfahrungen der Nachkriegsgeneration. Wenn die europäische Einigung nicht erfunden worden wäre von jenen, die in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und der Katastrophe von Auschwitz, heute ist übrigens der Tag der Befreiung, deswegen bin ich aus Respekt vor dem Europäischen Parlament nicht an der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag, an die Befreiung der Konzentrationslager, was mir schwerfällt, nicht in Berlin zu sein. Aber wenn wir Europa damals nicht erfunden hätten, müssten wir es angesichts der Globalisierung heute im Jahr 2015 dringend erfinden.